So, hallo Leute, heute wieder mit einem neuen Video. Heute wollen wir über Procreate ein bisschen sprechen. Ich werde euch so die Grundlagen, Grundtechniken zeigen, was man bei Procreate beachten muss, ja, wie man ein Motiv zusammenfügt und so weiter. Und das machen wir jetzt. So, hier haben wir jetzt im Grunde genommen mal eine Rose, ja, ganz normal auf dem DIN A4 hochgeladen. Das bedeutet, wenn ihr das machen wollt, dann geht ihr hier einfach in die Galerie, könnt hier auf das Plus gehen, wählt hier A4 aus und dann habt ihr eben diese neue Vorlage. Ja. Wir machen jetzt aber schon die reingearbeitete Vorlage, in dem Fall die hier. Genau, wir sagen jetzt mal, die Rose, das soll noch ein Text mit dazu und es soll in dem Fall jetzt noch ein paar Blätter mehr mit dazu. Dann kannst du natürlich jetzt hier auf das Werkzeug hier oben gehen mit diesem Schlüsselsymbol, also so Imbusschlüssel, ne, nicht Imbus, wie nennt man denn das? Ja, egal. Man sieht es ja, was wir auf jeden Fall, ihr seht ja, was ich hier drauf drücke. Dann eben Foto einfügen, da kannst du dir vorher bei Google irgendwo dann das entsprechende Bild raussuchen. Ich habe jetzt das hier soweit schon mal vorbereitet. Jetzt möchte ich das Ganze natürlich hier ein bisschen weggradiert haben. Dazu wähle ich hier meinen Radierer aus. Ja, kann hier dann meine Größe einstellen, wie ich es eben brauche. Und dann kann ich hier mit meinem Stift ganz normal das Ganze rausradieren. Was dazu natürlich jetzt wichtig ist mit dem iPad, ja. Ihr habt jetzt das iPad, also beziehungsweise ich habe das iPad vierte Generation. Ab da funktioniert es auch mit dem Pen, ja, mit diesem Stift. Ihr müsst aber auch immer beachten, dass ihr halt dann den richtigen Stift habt. Wenn ihr jetzt das ganz neue iPad habt, dann geht natürlich der Pen zweite Generation natürlich schon drauf. Ich weiß nicht, wie es umgekehrt ist, ob ich jetzt mit dem Pen von der zweiten Generation beziehungsweise von dem iPad mit der zweiten das neueste iPad, sag mal, jetzt habe ich es aber. Also wenn du jetzt das neueste iPad hast, weiß ich jetzt nicht, ob man da auch den Pen von der ersten Generation verwenden kann, ja. Aber normalerweise sollte das schon möglich sein. Außer Apple hat sich da wieder was einfallen lassen, dass man dann natürlich wieder einen neuen Stift kaufen muss. Kann ich jetzt aber nicht genau sagen. So, dann haben wir das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen rausradiert. Jetzt kann ich, wenn ich hier oben drauf gehe, dann meine Größe verstellen, ja. Ich kann das Ganze dann natürlich auch nochmal separat einstellen, indem dass ich hier unten eine Freiform wähle. Dadurch kann ich jetzt zum Beispiel meine Blätter in die Länge ziehen oder eben in die Höhe ziehen. Wenn mir das Ganze jetzt nicht so passt, nicht was falsch gemacht habe, kann ich mit zwei Fingern drücken und kann das Ganze wieder rufen. Oder ich gehe hier unten auf die Zurücktaste. Ja. Dann nehme ich das Ganze jetzt hier, setze die Blätter jetzt mal ungefähr hier so hin. Ja. Kann sie dann hier mit diesem grünen Punkt auch noch mal drehen vom Winkel her und kann das Ganze jetzt in dieser Ebene hier einfach dahinter legen. So, jetzt habe ich meine Blätter im Hintergrund und die Rose ist wieder im Vordergrund. Jetzt kann ich natürlich auch hier bei der Rose noch mal sagen, ich nehme meinen Radierer wieder und radiere das ein bisschen raus, dass man das Rosenblatt wieder etwas besser erkennt. Ja. Ich kann natürlich jetzt auch hier sagen, okay, ich möchte etwas weniger Stärke vom Radierer haben. Dann wähle ich das aus. Ja, dann ist es nicht so extrem. Und so kann ich mir dann jetzt eben schön mein Motiv erstellen. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich möchte noch eine Schrift mit dazu haben, dann gehe ich hier wieder auf mein Werkzeugsymbol und füge einen Text hinzu. Ja. Jetzt kann ich mein Pen auf die Seite legen, kann jetzt mit dem Finger weitermachen, das heißt, ich klicke das Ganze hier an, kann dann mit zum Doppelklick, kann jetzt hier oben reinklicken und jetzt kann ich mir hier meine Schrift aussuchen. Ja. Wir nehmen jetzt eine bisschen schnörkeligere Schrift, passt immer ganz gut dazu. Kann ich hier meine Größe auswählen. Ich kann, wenn ich jetzt natürlich auch in zwei Zeilen schreibe, kann ich das Ganze auch noch mal verändern. Zeige ich euch gleich, wir schreiben dann jetzt Hallo YouTube,
Gemeinde. So. Jetzt kann ich das hier so auswählen. Kann mir das hier reinbauen, wie ich das gerne haben möchte. Und wenn ich jetzt das direkt hier das Ganze anklicke, dann komme ich wieder in den Bereich Bearbeitungsmodus. Dann wieder doppelklicken, dann kann ich hier alles auswählen und kann jetzt hier zum Beispiel auch den Durchschuss verändern. Das bedeutet, ich kann es näher ranschieben. Ja? So, dann haben wir das auch. Die Größe kann ich jetzt auch dementsprechend wieder verändern, wenn ich das möchte. So, ich kann natürlich auch das Ganze auswählen und kann hier oben dann auch die Farbe verändern. Ja, ich kann das Ganze jetzt rot machen oder ich kann es auch hier verändern, kann es grün machen. Ich kann also machen, was ich möchte, aber wir lassen es natürlich schwarz zum Ausdrucken. Und dann hätte man so das ganze Motiv jetzt aufgebaut. Was ich natürlich noch machen kann, wenn ich jetzt noch ein bisschen Hintergrund einarbeiten möchte, dann ist es halt immer sinnvoll, wenn ich eine neue Ebene aufmache. Das heißt, ich gehe hier auf diese zwei Blätter, drücke hier oben auf das Plus, dann habe ich eine neue Ebene. Die Ebene lege ich mir dann wieder dahinter und dann kann ich jetzt zum Beispiel anfangen, einen Hintergrund reinzuschattieren. Dazu wähle ich hier bei dem Pinsel meinen Hintergrund aus, gehe dann zum Beispiel auf Lichter, wähle den Nebel aus, ja, und kann jetzt mit dem Nebel hier in den Hintergrund reinarbeiten. Ja, und schon habe ich einen Hintergrund. Ich habe natürlich jetzt hier vom Bild noch das hier nicht rausradiert. Das kann man dann natürlich noch machen. Hier meine Stärke wieder erhöhen. Und dann kann ich hier in meinem Hintergrund ein bisschen arbeiten. Ja? So, das ist mal so ein Beispiel. Ich kann natürlich auch hier jede Menge andere Sachen machen. Ich kann hier auch flimmern, ja, mit reinbauen. Ich kann hier solche Punkte reinbauen. Ja, ich kann die jetzt zum Beispiel auch größer machen. Ich sage, ich möchte das Ganze in Weiß haben. Dann kann ich das jetzt so mit einbauen. Ja, dann habe ich hier nochmal solche Lichteffekte Effekte drinnen. Also man kann hier wirklich jede Menge machen, wie ihr sehen könnt. Und wichtig ist nur, dass ihr immer, wenn ihr damit arbeitet, eine neue Ebene aufmacht. Wenn ihr irgendetwas Neues macht, macht eine neue Ebene auf. Ihr könnt es sonst später nicht mehr rückgängig machen. Ihr könnt die einzelnen Ebenen, nachdem ihr das abgespeichert habt, wieder löschen. Das ist kein Problem. Aber ihr könnt jetzt nicht, wenn ihr das ganze Motiv alle Ebenen zusammengefügt habt, das kann ich jetzt in dem Fall hier auch machen, dann sind alle Ebenen zusammen. Ja, dann kann ich das ganze Bild jetzt zum Beispiel verändern von der Größe her. Das mache ich ganz zum Schluss, wenn ich es ausdrucke. Aber wenn ihr jetzt rausgeht und dann später wieder reingeht, dann habt ihr das Problem, dass ihr eben nichts mehr verändern könnt, außer das ganze Bild. Und somit, bevor ihr das macht, würde ich hier immer wieder zurückgehen, die Ebenen wieder rufen. Ja, jetzt, genau. Und dann könnt ihr hier auf jeden Fall in jeder Ebene einzeln arbeiten. Ja, so wie ihr das eben braucht. Und dann, wenn ihr jetzt natürlich einen Stencil anfertigen wollt, wenn ihr mit dem Stencil-Drucker so ausdrucken wollt, dann könnt ihr euch jetzt wieder eine neue Ebene aufbauen. Ja, die Ebene legt ihr euch dann ganz oben drauf. Ich nehme zum Stencil-Durchzeichnen, nehme ich immer meinen, muss ich gerade mal schauen, hier meinen Tuschzeichner und wähle das Ganze dann rot aus oder ein dunkelrot, je nachdem. Stelle mir meine Pinselgröße ungefähr so auf 6-7% und jetzt kann ich hier wunderbar mein Stencil durchziehen. Ja? Und wenn ich dann mein Stencil irgendwie in der Linie verkackt habe oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drüber rausgemalt habe, dann gehe ich hier einfach zurück und kann die Linie nochmal neu ziehen. Ich kann natürlich auch diesen Bogen machen und kann ihn jetzt halten und dann habe ich eben diesen Bogen, den ich zeichne, perfekt gemacht. Ja? Das geht natürlich jetzt hier mit geraden Linien. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine gerade Linie ziehen möchte, dann halte ich die und dann habe ich die perfekt gerade. Wenn ich jetzt hier eine Kurve oder so ziehen möchte, können wir mal hier machen. Ja, dann ziehe ich die, halte die und dann wird die perfekt. Und somit kriege ich halt eben super Stencils hin. Und jetzt zum Beispiel so Sachen wie diesen Schriftzug hier unten.
den kann man dann im Nachhinein einfach so stehen lassen, weil der hat ja schon die Linien. Und dann umrande ich mir einfach nur das, was ich durchzeichnen möchte, vom Realistischen her. Und ich habe das Ganze jetzt hier schon mal vorbereitet. Ja, dann wäre das soweit fertig. Dann nehme ich nur meine Ebene hinten raus. Ja, also alles, was ich nicht brauche. Ich habe jetzt hier das Blatt nicht durchgezeichnet, also nehme ich das eben auch raus. Kann jetzt halt meine Ebene, die ich ausgewählt habe, auswählen. Wie machen wir denn das jetzt da? Naja, genau. Ich gehe hier zum Beispiel in die Farbe rein, ändere die Farbtonsättigung um und kann jetzt halt meinen Stencil, was ich vorher noch rot hatte, ganz normal schwarz machen und kann jetzt diese Vorlage, so wie sie jetzt da ist, eben ausdrucken. Ja? Dazu gehe ich dann einfach hier oben wieder auf meinen Schlüssel, Werkzeugsymbol, mache das auf Teilen, kann das jetzt unter JPEG oder PNG eben abspeichern oder eben dann direkt drucken. Ja, wähle dann dazu einfach meinen Drucker aus und kann dann drauf gehen und das Ganze drucken. Wenn ihr jetzt natürlich einen Epson-Drucker habt, so einen Echo-Tank-Drucker, dann könnt ihr es da auch ausdrucken. Bei mir erkennt ihr jetzt nur den einen Drucker, mit dem ich normale Sachen ausdrucke. Wenn ich jetzt den Epson-Echo-Tank-Drucker auswählen möchte, dann muss ich mir das Bild hier erstmal speichern, Bild sichern und dann kann ich jetzt hier rausgehen, gehe dann in meinen Epson iPrint rein, gehe hier auf Fotos drucken, wähle mir dann wieder mein Bild aus. Und gehe auf Drucken und voilà, mein Bild wird gedruckt. So einfach und easy war es. Ich zeige es euch jetzt noch mal ganz kurz, wie das ausschaut. Was ich jetzt aber gerade noch vergessen habe, euch zu sagen, ist, wenn ihr das Ganze mit dem Epson Stencil Drucker oder mit diesem Echo Tank Drucker ausdrucken wollt, dann müsst ihr das Ganze spiegeln. Ja? Spiegeln zeige ich euch auch noch mal, wie das geht. Das heißt, ich gehe hier drauf, wähle das ganze Motiv aus. Das heißt, ich füge jetzt meine Schrift mit dem hier, mache ich eine Ebene draus. So, jetzt kann ich das Ganze hier eben oben wieder auswählen. Spiegel das Ganze, weil logischerweise beim Drucken wird es mich verkehrt rum drauf gedruckt. Also ich brauche dann den unteren Teil zum Aufkleben. Somit speichere ich mir das Ganze wieder ab. Bild sichern. Und dann kann ich das hier wieder auswählen. Habe es jetzt natürlich spiegelverkehrt, aber dann beim Drucken, wenn ich es aufklebe, ist es dann wieder richtig rum. Also das müsst ihr beachten. Nicht, dass ihr das dann verkehrt rum aufklebt und dann habt ihr das spiegelverkehrt draufgeklebt. Dann kann man die Schrift nur noch lesen, wenn man in den Spiegel reinschaut. Ja? So, im Großen und Ganzen war es das. Und ich denke, ja, das sind so die Grundbasics, die man braucht, einfach eine neue Ebene zu erstellen oder eben ja, so ein neues Motiv mit einzubauen, das rauszuradieren, dahinter zu setzen, drüber zu setzen, eine Schrift mit dazu zu machen, ja, und den Hintergrund mit einzubauen. Das ist eigentlich relativ so recht simpel gemacht. Da bin ich mit Photoshop deutlich schlechter dran gewesen. Hier bin ich recht schnell reingekommen. Nur ich denke, das könnt ihr auch mit so ein paar Übungen, so ein paar Motive mal durchprobieren, dann sollte es eigentlich funktionieren. Genau, wenn ihr noch irgendwie Fragen dazu habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, ich kann euch alle Fragen beantworten. Recht viel mehr mache ich eigentlich mit Procreate auch nicht, wie ich euch jetzt gezeigt habe. Was ich euch aber gleich beantworten kann, ist, wenn ihr Fragen habt, ja, kann man das nicht irgendwie gleich direkt ausschneiden lassen, so wie das mit manchen Apps funktioniert. Dann muss ich euch leider sagen, habe ich noch nicht rausgefunden, habe ich auch noch nicht gehört, dass es funktioniert. Es gibt schon so eine Möglichkeit, dass man das Ganze umranden kann und dann schneidet er genau das aus, was ihr skizziert habt. Aber ich finde das mit dem Radierer immer ein bisschen besser zum Rausradieren. Ich tue mir dann, umso näher ich hinkomme, den Radierer umso kleiner machen und habe dann trotzdem noch einen weichen Schatten mit drinnen. Ja, es gibt auch verschiedene Radierer-Nadelstärken, die ihr dann hier eben auswählen könnt. Ja, vom mittleren Pinsel über weichen Pinsel oder über harten Pinsel.
und je nachdem. Aber ich nehme immer einen weichen Pinsel bis einen mittleren weichen Pinsel und dann kann man das hier super schön rausretuschieren und man hat keine harte Kante drinnen. Finde ich immer ganz cool für die Vorlagen zum Erstellen. Ja, super. Dann denke ich, das war's fürs Erste. Ich bedanke mich wieder bei euch recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und fürs bis zum Ende dranbleiben. Ja. Liken, kommentieren, teilen. Ja, das könnt ihr alles machen. Und somit sage ich nochmal vielen, vielen Dank und freue mich, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf zu einem neuen Video. Ich sage danke und bin raus. Peace.